ab, meine Freunde, JB's am Start. Hier mal wieder nach längerer Zeit mit einer kleinen Folge Craft Attack hier vom Craft Attack Server. Und ja, Weihnachten ist um. Das heißt, Schnee kann endlich weg. Und wir müssen unser Geschenk auspacken gehen, ne? Das haben wir auch noch nicht gemacht. Also einmal ab unter den Weihnachtsbaum. Ups. So viele Schafe hier. Die sind wohl flöten gegangen. So, gucken wir mal in unsere Geschenkekiste rein. Das hier ist alles von Kunga, soweit ich weiß. Hier nehmen wir direkt mal mit. Und ein Glowstone. Von wem der ist, keine Ahnung. Aber ich sage jetzt mal vielen Dank an die Geschenke, meine Freunde. So. Und ja, ihr habt ein bisschen was nicht mitbekommen. Ich habe nämlich gestern und vorgestern Nacht gelivestreamt. Ne, für euch sogar vorgestern und vorvorgestern. Und ich bin jetzt endlich mal hier diese lästige Fischfarm los, die eh nicht funktioniert hat. Hier sind ja einige Creeper explodiert, deswegen ist hier auch gerade kein Schneemann drin, weil das hier wird auch wegkommen. Was gibt's noch Neues? Ja, ich habe die Ecken fertig gemacht und hier oben so eine Reihe helle Stufen hingemacht. Also die Ecken sind jetzt auch fertig. Können wir eigentlich mal hier wieder Bäume fällen. Ich habe mal ein paar angepflanzt. Ich musste ein paar Sachen nachfarmen, weil ja, wie gesagt, da oben mir ein Creeper explodiert ist, weshalb ich in den letzten Tagen auch nicht so viel Lust auf Craft Attack hatte. Die dann aber, Gott sei Dank, im vorgestrigen Stream wieder zurückgekommen ist. Ihr habt übrigens noch die Chance, diese nachzugucken, einfach auf meinem Twitch-Kanal, twitch.tv/jbmangrohr. Da könnt ihr euch den Stream selber nochmal geben. Und ja, da habe ich auch eine Kleinigkeit im Singleplayer gebaut, was ich jetzt heute hier im Multiplayer umsetzen möchte. Und dafür müsst ihr euch einmal zeigen, was das ist. Deswegen stellt euch einmal, so, stellt euch hier mal vor, hier würde das hier hinkommen. Nicht genau mit den Blöcken, aber so ähnlich. Das hier ist auch vorgestern, im Livestream entstanden. Was das Ganze ist, zeige ich euch jetzt mal. So, man geht hier rein, drückt den Knopf und kommt dann hier oben raus. Wunderschön, oder? Hat ein bisschen was gedauert, aber ich habe es Gott sei Dank geschafft. Ja, und das Ganze würde ich gern auf den Craft Attack Server bauen. Müssen wir dann einmal gucken, wie breit das Ganze ist und wie viel Platz wir brauchen. Also an der breitesten Stelle, das ist ja nur da oben. Ansonsten ist das breiteste 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke breit. 5 breit und wie hoch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also von Boden zu Boden sind es 9 Blöcke. Müssen wir dann gleich mal gucken. Beziehungsweise können wir auch jetzt machen, ne? So, also nehmen wir erstmal hier den lästigen Kram raus. Das brauchen wir dann alles nicht mehr. So, Schnee. Scheiß mal auf Schnee. Wir brauchen Schnee. So, das hier noch. Die Lampe hätte ich gern wieder. So, ein Redstone-Block hatte ich hier verbaut. Ich muss mal gerade ein bisschen mein Inventar leeren. Übrigens hier, wer es noch nicht gesehen hat, so sieht meine Mineralienkiste zurzeit aus. Ich habe ein bisschen was verloren. So, jetzt haben wir ein bisschen mehr Platz im Inventar und können hier das Zeug mal einsammeln. So, die Hopper brauchen wir nicht mehr. Die Kiste brauchen wir nicht mehr. Den Pisten können wir uns zurückholen. Den Hopper, huch. Und die Kiste, ja, die müssen wir auch ein bisschen ausräumen. So, ansonsten ist alles Schnee. Machen wir so und verkraften das alles. So, haben wir den Schnee auch weg. Können dann hier die Kiste rausnehmen. Und am besten nicht runterfallen dabei. Und die Treppe nehmen wir. Platzieren die dann wieder hier, wo sie hingehört. Ja, und jetzt können wir das erstmal hier wieder ausfüllen. Bis wir hier gleich eh wieder alles abreißen werden.
Den Clay nehme ich aber noch mit. Oh. So. So. Wie neu, oder? Ah ne, hier brauchen wir gleich Platz. Dennoch weg. Na, so. Alles klar. 9 Blöcke nach unten geht's. Also wenn wir den Gang... Warte, ich guck mal, wie viel Platz wir überhaupt brauchen. So, ab in die Testwelt. Das heißt, hier ist der Gang. Ja. Ich glaube, ich baue das hier oben noch was um, weil dieses Redstone hier stört mich, weil wir dann zwingend hier einen Block vorbauen müssten. Aber deswegen lasse ich mir kurz mal was einfallen. Ja, mit einfallen lassen ist da nicht viel. Ich werde das Ding wohl einmal komplett spiegelverkehrt bauen müssen. Aber das ist nicht so schlimm. Ich denke mal, ich mache das einfach. Dann können wir das hier nämlich in der Ecke verstecken. Und ja. Gehen wir wieder zurück hier. So. Also sprich, dass hier diese Kabine wäre. Und dann geht's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hm. 2, 3, 4. Moment. So, meine Freunde, ich habe ein bisschen rumgebaut und hier mal ein etwas anderes Design, ein etwas abgespeckteres, was genau zu uns passen würde. Ist ähnlich, aber bringt uns jetzt genau 12 Blöcke hoch. Und das brauchen wir auch. Also ich habe jetzt im Prinzip noch 2 Blöcke an Höhe rausgeholt. Und ich glaube, es geht jetzt sogar was schneller als vorher. Ah, cool, jetzt geht's. Das hier geht gar nicht mehr. Auch nicht schlecht. Warum auch immer. Aber auf jeden Fall, das hier funktioniert jetzt. Auch sehr schön, wie ich finde. Das kann man also auf jeden Fall so lassen. Also hier wieder in praktisch Bodenhöhe. Ne? Und dann würde man da aussteigen, sage ich jetzt mal. Ja. Und ich gucke jetzt mal, wie wir das unten am besten reinkriegen. Also bis gleich. So, unser Einstieg wird also hier sein. Das heißt, die Ecke werde ich sowieso nochmal neu designen müssen hier. Ja, wie gesagt, das hier ist unser Einstieg. Und raus kommen wir dann hier oben genau in der Ecke. Sprich genau hier. Passt also fast perfekt. So, können wir auch mal nach unten buddeln. So. Sehr gut. Also das wird unser Einstieg sein. Und werden dann oben genau da rauskommen. Wie genau ich das bauen werde. Dafür habe ich heute leider keine Zeit mehr. Aber das werdet ihr in der übernächsten Folge zu sehen bekommen. Weil ich in der nächsten Folge schon einen kleinen Gast habe. Eine neue Person. Wer könnte das sein? Gerüchte, Gerüchte. Ja, schaut sie euch an, dann wisst ihr es. Und ich würde sagen, falls euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Ansonsten freue ich mich über ganz viele Kommentare. Und wenn ihr wollt, könnte ich hierzu ein Tutorial machen. So schwer ist es gar nicht. Nur halt mit dem Timing und dies und jenes und das. Und ja. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Auf Wiedersehen. Tschüss.